Na, ist es denn wahr hier? Rabams, da geht auch tatsächlich was rein. So soll das sein. Gerade frisch ausgeworfen. Gerade sogar mit dem ersten Auswurf hier jetzt die Happy Hour noch gestartet. Und wir gucken mal, was denn hier so lübt am Bernie. Heute mal wieder eine etwas spezielle Köderkombi. Ja, der Euphorie hatte mich gerade angeschrieben und meinte, Alten, hast du nicht mal hier von wegen Salami-Boili erzählt? Was ist denn damit los? Salami-Boili? Really? Salami-Boili? Ja. Zack, zack, zack. Rausgeschmissen. Und jetzt gucken wir mal, was hier mit Salami-Boili denn so geht. Denn irgendwas muss doch auch damit funktionieren. Irgendworan muss es doch liegen, dass man in den Rekorden kein Salami-Boili findet. Ich würde ja sagen, es verwendet einfach keiner, oder? Und welche Futtermische kombinieren wir denn für Salami-Boili? Also das erste Gebimsel geht ja hier schon los. Die ersten paar kleinen Fischis gehen rein. Die naschen jetzt hier natürlich dran. Jetzt ist natürlich immer die große Frage, was fressen die? Fressen sie jetzt das Gewürz Maiskorn oder fressen die den Boili oder tatsächlich die Kombination und mögen diese Kombination? Das ist die große Frage. Um den Fischen das vielleicht ein bisschen schmackhafter zu machen oder um den Spot einfach nochmal eindeutiger zu prägen, mache ich hier jetzt einfach mal so ein bisschen Salami-Boili-Futtermische. Und da es da nicht so viel von gibt, nehme ich hier einfach mal schön Salami, schredder das Ganze. So, dann haben wir hier schon mal eine schöne Salami-Schreddermische. Und das Ganze packen wir dann mal in ein kleines PVA, würde ich sagen. Wir nehmen schön Basic hier. Nehmen wir mal gemahlene Erbse, ein bisschen was Würziges. Dann haben wir hier die Salami-Schredder. Dann machen wir natürlich noch Mais mit rein. Hier haben wir es, Mais. Vielleicht haben wir ja auch noch Erbse an sich. Jawohl. Was gibt es noch? Irgendwas Praktisches, irgendwas Gewürziges. Haben wir doch bestimmt auch noch. Gewürz, Gewürz, Gewürz. Angriff gibt es nicht. Aber wir können das mal eben schreddern. Das machen wir auch. Denn wir brauchen ja für so besondere Köder eben auch eine besondere Mische. Dann nehmen wir hier mal Gewürz. Nehmen wir mal hier Gewürzangriff. Davon habe ich noch so viele. So, die kleinen rein damit. Und dann haben wir jetzt hier gleich Salami und Gewürz. Ganz schön wild. Ganz schön wild, sag ich dir. Wobei ich mir gerade vorstelle, Gewürz kann ja auch durchaus sein, dass das sowas ist wie Weihnachtsgewürz, ne? Wobei Spice Attack, Spice wird ja auch häufig so mit Schärfe in Verbindung gebracht, dass es dann eher spicy ist. Wahrscheinlich doch eher nicht weihnachtlich, sondern eher würzig, scharf. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und jetzt brauchen wir noch ein schönes Aroma. Entweder gehen wir da auch wieder in die Gewürzrichtung oder wir nehmen Amino, ganz klassisch. Ah, warte mal, es gab ja noch Fleisch und ich mach mal die Erbse weg. Es gibt doch noch Fleisch. Gab es nicht noch irgendwelche Fleischpellets? Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Ich glaube, da gab es etwas. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Erdbeer und Gewürze wollen wir nicht. Bittermandel, geräucherte Würstchen. Alter, wir nehmen die geräucherten geräucherten Würstchen. Guck mal, hier geht es aber doch schon irgendwie noch weiter. Und es zuppelt und es bimmelt. Das hier zur späten Stunde. Ja, ohne die Futtermische bisher. Gucken wir doch mal, was da noch alles reingeht. Bisher ist es soweit okay. Es ist tatsächlich okay. Hier geht natürlich auch ein bisschen Kleinkram rein. Zack. Das hier ist rechts außen die etwas größere Boili. Hier habe ich einen 18er drauf. Wir gucken uns das gleich im Detail natürlich nochmal an. 18er Boili jetzt hier. Da geht der größere Schuppi drauf. Auch übrigens hier ein anderes Maiskorn. So, nochmal raus. Und jetzt renne ich nochmal schnell zum Shop.
Ich meine, es gab irgendwelche Feed-Pellets, die man eben auch immer mal wieder auch ganz gut für die Aalfuttermische probieren kann, testen kann. Ob das dann funktioniert, schauen wir mal eben rein. Fleisch. Guck mal hier. Fleisch und Fisch. Feed Pellets. Na, das sieht doch richtig gut aus. Da cashen wir auch nochmal wieder ordentlich rein. So. Dreierlei Größen. Wir nehmen natürlich die größte. Für die Karpfen gehen wir hier schön auf die großen Dinger. Und das mischen wir dann jetzt nämlich gleich direkt hier rein in die Futtermische. So, wir machen die Erbse weg. Oder mache ich Mais weg? Ich glaube, ich mache diesmal Mais weg. Und mache dann hier Fleisch und Fisch. Fisch und Fleisch Feed Pellets. Perfekt. Und das Ganze ist jetzt hier die Wurstmische. Salami-Wurstmische. Zack, zack, zack. Anfertigen. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt gehen wir hier voll auf die Wurst. Kannst du dir auch wieder nicht ausdenken, ne? Verrückteste Köder, verrückteste Futtermischen. Irgendwie muss man doch hier, zack, zack, mal ein bisschen was Neues testen. Salami. Alter, was hat er geschrieben? Samali. Jetzt ist, ich wundere mich gerade schon, wo finde ich denn hier die Samali? Salami. Samali Wurst. Ist wieder soweit. Kopf einfach kaputt, ich sage dir. Also, die Samali-Wurstmische, die machen wir uns jetzt fertig. Schön Samali-Würstchen gönnen. Und dann machen wir, können wir auch hauchdünn draufschneiden hier, schön aufs Brötchen. Schönes Samali-Brötchen. Das schmacket. So, da ist aber, glaube ich, schon wieder was dran. Irgendwas Lüttes. Und jetzt haben wir gleich mitten in, oder wir sind schon mitten in der Nacht. Jetzt machen wir hier erstmal schön Futtermische drauf. Und ich mache hier auch die Salami 18er Pop-Ups drauf. Ich hatte gerade 15er mit Gewürz. Und ja, jetzt müssen wir natürlich hier Wurst. Die Samali-Wurstmische. Perfekt. Auf 15 Meter hier. Altbekannter Spot, ist ja wohl klar, ne? 40, 133, das ist die Stelle, wo man einfach, wenn man lauffaul ist, immer gut hin kann. Und vor allem kann man auch hier gut hin, wenn man so ein bisschen Setup-schonend unterwegs ist. Ja, einfach so schön auf Masse, ne? Schön auf Masse, die etwas kleineren Karpfen, wenn man auch hier vielleicht ein kleineres Setup hat noch. Dann läuft das hier richtig gut. So, zweimal Futtermische ist draußen. Dreimal. Und ich denke, das wird gleich noch ein bisschen dauern, bis das dann wieder richtig losgeht. Denn, genau. Denn, ja, in den Morgenstunden, dann geht es gleich halt wieder richtig los. So, hier werfe ich jetzt zweimal aus. Und dann haben wir hier quasi 10 Bällchen Futtermische vor Ort. So. Und jetzt kann das hier erstmal schön wirken. Und ich bin gespannt, ob da was reingeht. Alter, das ist ja ein Ding. Gerade erst ausgeworfen, zack. Sofort runtergeschossen. Das ist doch mal schon mal ein gutes Zeichen. Das ist nicht schlecht. Gar nicht so riesig groß. Aber das passt. Ja, passt. Kann man sogar noch ein, zwei Mischen hinterher schmeißen. Und mir scheint es gerade, vielleicht liegt es auch am Mais, vielleicht läuft diese Kombination besser als diese. Wir fangen mal an mit der, die vielleicht besser läuft. Also 18er Pop-Up Boily. Und zwar hier der Salami Boily, Alter. Das ist doch der Hammer. Schön, so ein Salami-Pack. Salami, Alter. Wer kommt auf die Idee? Wer kommt überhaupt auf die Idee, dass die Fische Bock haben auf Salami? Das ist ja der Punkt. Salami Boily 18er. Dran. Gewürze. Zack. Einfach nur Gewürz Maiskorn. Einfach auch hier so ein Päckchen dazu. Dran getüdelt und dann hier zack. Hot Devil Dip. Köder bla bla bla. Ausbalancierte Mixtur. Und Aminosäuren machen es wirksam.
Ja, genau das, was für Karpfen halt interessant ist. Und jetzt gucken wir hier nochmal eben kurz rein in die Futtermische. Gemahlene Erbse, Salami gemahlen, Fleisch und Fisch, Fisch und Fleisch. Erbse nochmal als klassische Basis hier. Oder einfach nochmal zu der Basis eben passend hier als, als Zusatzstoff. Gewürz mit da drin, geräucherte Würstchen. Es gibt, glaube ich, noch geräuchert als Aroma. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Geräuchert wäre auch noch eine Möglichkeit. Und dass man das dann kombiniert. Ja, das ist das eine Setup. Und das andere natürlich genauso aufgebaut, Einserhaken. Aber eben hier mit diesem Mais. Spicy. Vielleicht auch einfach nur scharf. Möglicherweise. Craft Baits Spicy Flavor. Haben wir hier irgendwie was dabei? Wirksam, Vielfalt, Aromen. Nö, einfach nur der allgemeine Schnack. Ja, Hot Devil natürlich hier dann als Dip, genau. Und dann gucken wir mal, was denn hier geht. Oder ob hier überhaupt was geht. Vielleicht waren das hier auch einfach nur die Fische, die jetzt ohnehin noch gebissen haben, ohne die Wirkung der Futtermische. Und jetzt mit der Wirkung der Futtermische ist auf einmal schlagartig tot. Kann durchaus sein. Gucken wir also mal. Ich warte jetzt noch ein bisschen ab in die Morgenstunden und dann hoffe ich mal, dass hier auch noch ein bisschen was geht. Ja, 3 Uhr oder halb 4 Uhr morgens und das erste Gezuppel geht langsam wieder los. Zack, so soll das auch sein. Also, ich lasse jetzt, die Nacht über war tatsächlich gar nichts. Ich lasse jetzt hier auch das PVA nochmal dran, werfe jetzt mit der Futtermische aber auch nur noch zweimal aus und dann kommt die Futtermische erstmal wieder runter. Denn ich habe ausreichend Futtermische drin. Das sind jetzt insgesamt, das war jetzt der, glaube ich, der 7. Wurf. Also 14 mal Futtermische, 14 Bällchen sozusagen. Einmal noch rein und ich glaube, dann reicht es auch gänzlich. Vielleicht lasse ich es sogar ganz weg, denn hier sind ja jetzt auch große Partikel wieder am Werk. Also geschredderte Boilies, nochmal wieder deutlich größere Partikel, als wenn man hier so Basics verwendet. Ich bin gespannt, geht hier noch was oder nicht. Bisher, naja, eher schleppend auf die Salami, aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Ja, und jetzt müssen wir natürlich auch noch den Gegentest sozusagen machen und rauskriegen durch diese Köderkombination, was war denn jetzt eigentlich so interessant für die Fische? Auf was haben die denn gebissen? Hatten die wirklich Bock auf die olle Salami? Oder haben die vielleicht eher Bock auf Gewürze? Und wie es jetzt hier scheint, ich habe gerade erst umgeswitcht, alle drei Routen komplett jetzt mit einem Gewürzboilie. Guck dir das an, der erste jetzt hier auch schon über 10. Irgendwie scheint es so, als ob die Fische trotz der Salami gebissen haben. Gewürz mit Salami und Salami, naja, haben sie akzeptiert, weil aber das Gewürz so sehr gelockt hat und offenbar war die Salami vielleicht einfach nur, naja, für einige vielleicht hinderlich. Einige sind halt nicht reingegangen und ja, manche haben trotzdem drauf gebissen. Man sieht das ja auch vielleicht ganz gut hier am Kescherbild. Also wirklich so untermaßige kleine mit dabei. Das ist halt immer so ein Zeichen für, ja, der Spot bietet was, die Fische sind theoretisch da. Aber so richtig ist es noch nicht, die richtige Köderkombi, die richtigen schönen Brocken wollen diese Aromen eigentlich noch nicht haben. Deswegen, ja. Ne, mit der Kombination jetzt hier Salami plus Gewürzaroma, jetzt nur als Mais, das war nicht so richtig spannend. Und jetzt gerade eben, zack, ja, guck mal hier, nochmal umgeswitcht auf richtig schön mit Gewürzboili plus Gewürzmais. Ja, und was passiert hier? Schon direkt der nächste Brocken. Also es funktioniert tatsächlich vielleicht eher das Gewürz hier an der Stelle und die Salami. Ja, war vielleicht eher störend oder vielleicht auch nicht so sehr störend, dass gar nichts geht. Aber zumindest war es nicht wirklich produktiv, denn wenn ich mir das jetzt hier anschaue, ist das doch schon deutlich besser. Und normalerweise hätte in der Zeit zwischen 4 Uhr und 6 Uhr morgens dann doch hier schon ein bisschen was reingehen müssen. Ja, ist leider nicht passiert
und ich mache jetzt hier weiter mit Gewürz und suche vielleicht später nochmal eine andere Kombination. Also Gewürz haben wir jetzt schon mal festgestellt. Vielleicht kann man Gewürz nochmal mit was anderem testen. Wenn du noch einen Test gemacht hast, einfach mal vielleicht unten in die Kommentare reinschreiben, was bei dir mit Gewürz funktioniert hat. Und die Salami, die schmeißen wir zurück in den Hausflur. Also, Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.